Ja, ich glaube, wie gesagt, das war ein Spiel, was auf nicht so einfachem Untergrund abgelaufen ist. Man sieht, die Platzbedingungen waren ein bisschen schwierig. Nicht, dass nur da kalt war, aber es war ein sehr kurzer Kunstrasen, der relativ hart war. Und ich glaube, hat natürlich auch jeder ein bisschen geguckt, dass er hier auch so ein bisschen verletzungsfrei rauskommt. Ja, unabhängig davon haben wir uns natürlich vorgenommen, auch Druck zu machen. In der ersten Halbzeit ist er ein bisschen schwierig reingekommen. Ist aber auch in der zweiten Halbzeit hatten wir auch so ein, zwei Probleme. Aber ich glaube, wir waren sehr effektiv heute, muss man natürlich sagen, ne, mit unseren Chancen. Und ja, ich meine, das ist ein guter Test, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Nein, also wir sind jetzt für den Test extra angereist, jetzt eine Stunde 45 und fahren jetzt auch eine Stunde 45 wieder zurück. Und haben dann am Dienstag auch wieder einen Test gegen Dortmund hier, gegen die zweite Mannschaft. Werden dann auch wieder hier fahren. Also ja, wir haben ein paar weitere Strecken vor uns hier in der Vorbereitung. Also ich glaube, die Regionalliga Südwest und die Regionalliga West nehmen sich jetzt nicht so sehr viel. Ich glaube, das sind zwei gleich starke oder ähnliche Ligen, die mit sehr, sehr vielen guten Mannschaften auch besetzt sind. Und man merkt das schon, dass der Westen, wie gesagt, da auch, würde ich genau wie im Südwesten gleichzustellen ist. Ganz normal. Also ich glaube, das sind schon zwei gute Regionalligen. Ja gut, wir haben jetzt 5 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter, sind jetzt aktuell Dritter, punktgleich mit dem Zweiten. Hoffen dann natürlich, das war klar, auch gut starten, dann gut in die Rückrunde oder in die Restrunde kommen und hoffen uns natürlich für aus. Klar, ich meine, das muss ja unser Ziel sein, dann das Optimum rauszuholen. Und wenn man nur 5 Punkte Rückstand hat, kann das Ziel ja nur sein, danach auch den ersten vom Thron zu stoßen, klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.